Bei Turbine herrschte am Freitag gute Laune. Am lautesten lachte dabei Yuki Ogimi. Und das konnte sie auch. Schließlich hatte die japanische Weltmeisterin mit ihrem Glücksschuss doch auch die Potsdamer Champions-League-Träume weiter am Leben gehalten. Zum Glück letzte Minute konnte ich ein gutes Tor machen, kann man so sagen. Ja, dann können wir noch Chance haben, so weiterzukommen in der Champions League. Durch diesen späten Treffer verlor Turbine bei Arsenal London trotz einiger Schwächen im Mittelfeld nur mit 2:1 und hat damit vor dem Rückspiel am Mittwoch natürlich noch alle Chancen. Trainer Bernd Schröder ärgerte sich am Freitag zwar noch über die eine oder andere Presseschlagzeile, doch die Niederlage in London hatte er einen Tag nach dem Spiel schon längst wieder abgehakt. Wir haben die erste Halbzeit eine hundertprozentige gehabt von Hanebeck, die den Ball einfach, sag ich mal, reinheben muss. Und in der zweiten Halbzeit zwei Aktionen, wo Nagasaki zweimal hintereinander schießt. Und das Tor, was er macht, das muss ja nicht mal sein. Aber es ist eben, also sag ich mal, die Torverhältnis 6:3 so. So die Möglichkeiten, 6:3 hätte es stehen können. Ärgerlich nur, dass sich in London Natascha Andonova einen Bruch des Sprunggelenks zugezogen hat. Ja, das war so ein sinnloses Zweikampfgeschäft, was immer mal passiert. Ne? Und dann haben wir gedacht, das ist Kreuzband durch. Oder wir haben gedacht, das ist der Knöchel kaputt, was ja noch länger dauert. So ein bisschen so oberes Sprunggelenk oder sag ich mal Wadenbein. Das ist ja immer noch zu handeln, wenn es gleich operiert wird. Aber 6, 7, 8 Wochen mindestens. Turbine gehen so langsam die Stürmerinnen aus. Anonma ist noch bis Mitte November beim Afrika-Cup. Andonova kann in diesem Jahr leider keine Tore mehr schießen. Gegen Essen wird am Sonntag daher wahrscheinlich Toni Göransson neben Yuki Ogimi und Lisa Evans im Sturm auflaufen. Denn von seinem Drei-Stürmer-System will Schröder auch in Zeiten der Not nur ungern abweichen. Es gibt aber auch gute Nachrichten aus dem Turbinelager. Nach Stefanie Mirlach steht jetzt auch Alex Singer vor der Rückkehr in die Mannschaft. Gegen Essen soll sie erstmals wieder nach der schweren Kopfverletzung in die Startelf zurückkehren. Weder die knappe Niederlage in der Champions League noch der längerfristige Ausfall von Natascha Andonova werfen die Turbinen also aus der Bahn. Warum auch? Turbine Potsdam tanzt noch auf 3 Hochzeiten und hat in allen 3 Wettbewerben noch alles in der eigenen Hand. Unser Prinzip immer nach vorne. Wir haben nicht verloren, wir haben alle Chancen, nächste Runde reinzukommen. Und wir haben, wenn wir am Sonntag ordentlich spielen, immer noch alles auf Meisterschaft, Pokal, Champions. Also kann nicht wieder morgen in der Anrufung.